Und dann ist diese Woche auch noch Donald Trump, sagen wir mal, freigesprochen worden. Der von den Republikanern beherrschte US-Senat sagt, ihr Präsident habe in der Ukraine-Affäre weder seine Macht missbraucht, noch den Kongress behindert. Also, er hat natürlich beides gemacht, aber den Republikanern ist es egal. Und für Trump selbst war das mindestens der wichtigste Freispruch seit Nelson Mandela. Mindestens, meine Damen und Herren, mindestens. Gestern hat er bei seiner Siegespressekonferenz jedenfalls noch mal ausgiebig geschildert, was man ihm in den letzten Wochen alles angetan hat. Und natürlich gab es auch warme Worte an den politischen Gegner. Hier, wirklich kein einfacher Job für den Phoenix-Dolmetscher. Es war bösartig, es war korrupt, es waren viele Lügen im Raum. Wir sind durch die Hölle gegangen, in ganz unfairer Weise, was wir durchgemacht haben. Es war eine Schande. Wir sind unglaublich unfair behandelt worden. Die Demokraten sind lausige Politiker. Sie sind fies, schlimme Leute, wirklich niederträchtig. Bullshit. Das war natürlich alles Bullenscheiße. Totale Bullenscheiße, wirklich. Ja. Korrekt übersetzt. Völlig korrekt übersetzt. So, ich fürchte, jetzt, wo der Präsident mit seiner Bullenscheiße durchgekommen ist, gibt's für den Mann gar keine Grenzen mehr. Wirklich, die Republikanische Partei unterwirft sich endgültig dem Autokraten-Azubi hier. Und wir lernen, selbst eine so alte und ehrwürdige Verfassung wie die amerikanische kann mit dem richtigen Mann im Weißen Haus ganz schnell zu Altpapier werden. Das ist so. Wie unversöhnlich, wie gespalten die USA inzwischen sind, konnte man diese Woche auch sehr schön beobachten, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, bei Trumps Rede zur Lage der Nation, und zwar auf Kita-Niveau. Erst verweigert er der Parlamentspräsidentin Pelosi den Handschlag. Gucken Sie mal. Hier halt meine Mappe, Oma. Und als er fertig ist, zeigt sie durch subtile Körpersprache, wie sie seine Rede so fand. Und sie nimmt sich dafür Zeit. So, den noch. Habe ich fast vergessen? Und den hier, ja. Das ging sehr lange. Leider hat Oma Nancy aber auch eigene Probleme. Ihre Demokraten haben den Auftakt zum großen Wahljahr aber wirklich komplett vergeigt. In Iowa hat es nämlich ewig gedauert, bis der Sieger der Demokraten feststand. Und zwar wegen einer App, die beim Auszählen nicht richtig funktioniert hat. Ja. Und es war echt lustig zu sehen, wie die Kollegen von den US-Sendern über dieses große Nichts, was da in der Vorwahlnacht passiert ist, trotzdem stundenlang berichten mussten. What a mess. This is not the finish that anyone expected. That is a mess. We have not one single result. Right. Here are the numbers, as we said, right now. Yeah, they are. Out of zeros. Selten so ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen, wirklich jetzt. Sieger im Nullenduell war dann später und ganz knapp vor Bernie Sanders ein Mann namens Pete Buttigieg oder so. Ja, das ist der Bürgermeister von South Bend, Indiana. Gehört, das ist sowas wie das amerikanische Würselen. Jedenfalls, ja, was für ihn möglicherweise Pech bedeutet. Nein, ist ein guter Mann. Ist ein guter Mann, der Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Buttigieg. Pete Buttigieg. Jetzt haben wir es, sag ich doch. So, Pete Buttigieg aus South Bend, Indiana. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Diese US-Wahl am 3. November ist leider jetzt schon entschieden. Ja, Trump hat es geschafft, seinen großen Rivalen Joe Biden so mit Dreck zu bewerfen, dass idiotischerweise was hängen geblieben ist. Und alle anderen sind aus verschiedenen Gründen nicht Mainstream genug für die Amerikaner. Ja, sorry, es ist so. Am 4. November wird es heißen, er ist leider noch da. Ich fürchte das. Ernsthaft, die Demokraten haben keine Chance. Also es sei denn natürlich, Thomas Kemmerich tritt noch mal an. Das ist klar, aber es ist unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Ja. Er hätte ja Zeit. Ja, es ist wirklich so, was soll einem beim Thema Trump überhaupt noch Hoffnung machen? Zunächst einmal ganz menschlich, er ernährt sich nicht wirklich gesund und er trainiert nicht und er ist 70. Das ist ganz schön alt und da kann einiges passieren. Na, was ich immer sage, man muss positiv denken. Und man kann das alles natürlich auch völlig anders sehen. Achten Sie bitte mal drauf, in unseren Talkshows sitzen jetzt auch immer öfter so deutsch-amerikanische Unternehmer, die sich als riesen Trump-Fans outen. Einer davon ist zum Beispiel Sebastian Puffpaff, spreche ich das richtig aus?
Naja, fast. Das heißt Sebastian Puffpaff. Geil. Ja. Meine Familie stammt aus Bad Honnef, Texas, oder wie wir sagen, aus Bad Age. Natürlich. Sebastian Puffpaff ist Chef einer kleinen mittelständischen Landminenmanufaktur am Niederrhein und hat sich daher riesig gefreut über diese Meldung. Präsident Trump hat den US-Streitkräften die Erlaubnis erteilt, künftig wieder Landminen einzusetzen. Trotz internationaler Ächtung will US-Präsident Trump die heimtückischen Waffen nun künftig wieder einsetzen. Und zwar weltweit. Yes! Und das natürlich weltweit, ja? Die bekloppte Obama-Regierung hatte das auf den Einsatz in Korea beschränkt. Why? Makes no sense. Nein, nein, nein. Das Problem ist doch, Landminen haben ein wahnsinnig schlechtes Image. Die Alltagstauglichkeit wird da komplett vernachlässigt. Wir haben zum Beispiel so einen total nervigen Drecksköter in der Nachbarschaft. Naja, hatten. Nee, anyway. Wie war die Frage jetzt noch? Ja, die Frage war, wie kann man unter den Umständen Fan von Donald Trump sein? Ah, richtig. Herr Welke, natürlich, ja. Man wird hier blind für die Realität, wenn man wie Sie an der öffentlich-rechtlichen Titte saugt. Aber ich als Unternehmer und höllisch attraktiver Selfmade-Millionär, hallo, muss ja geradezu Trump-Fan sein, weil der Mann alles zurückdreht, was uns Leistungsträger behindert. Klimaschutz, bam, Umweltschutz, fuck it, Menschenrechte, so what? Dieses ganze schwule Gedöns, weg, weg. Für mich ist Donald Trump wie Jesus nur klüger. Im Grunde genommen, lassen Sie mich weitergehen, im Grunde genommen eine orangene Anti-Greta, ja? Er bringt uns Frieden. Also nicht in echten Kriegen. Gott bewahre, nein, nein. Aber in dem hier. My administration is putting an end to the war on coal. Gonna have clean coal. Really clean coal. Clean coal, ja? Clean coal. Saubere Kohle. Da muss man erst mal drauf kommen. Ist doch super. Er bohrt mitten in Naturschutzgebieten nach Öl. In Alaska soll endlich ohne Ende so ein Wald weggepölt werden. Und in Kalifornien, geil, gibt Trump jetzt 400.000 Hektar fürs Fracking frei. Denn wie sagt der Volksmund? Dumm frackt gut. Warte, nee, ich hab noch einen. Verfrackt und zugenäht. Nee, oder warte, der ist besser. Pass auf, wer viel frackt, der kriegt viel Antwort. Ja. Geil. Geiler Typ. Ja, Herr Puffpaff, der geile Typ Trump hat jetzt zum dritten Mal in Folge der amerikanischen Umweltbehörde den Etat gekürzt. Was ist denn an sowas hier bitte geil? Aber es ist eben ein einfacher Weg, um an Kohle zu gelangen. Das Mittelgebirge der Appalachen hat sich dadurch grundlegend verändert. Ja, es ist kein Gebirge mehr. Ja, da brauchen Sie jetzt auch gar nicht so vorwurfsvoll zu gucken. Ne? Was glauben Sie denn, wie viele Deutsche auch die Schnauze voll haben von diesem ganzen grünen Verbotsirrsinn, ne? Der uns da aufgedrückt wird von Kim Jong Habeck und seiner Wirsing-Fraktion? Nein, nein, nein. Den Leuten steht's bis hier. Der Deutsche sagt doch, leckt mich, ihr Ökofaschisten. Ich will aber an Silvester böllern, bis mir vier Finger fehlen. Und wenn ich Bock drauf hab, weißt du was, dann spreng ich halt einfach mal ein ganzes Mittelgebirge weg. Why not? Der blöde Harz, du, der hat mich eh immer genervt. Deshalb, genau deshalb, ist Trump unser Idol. Nee, das macht alles total Sinn. Es lässt sich nur wahnsinnig schwer steigern. Ich meine, was will Trump als nächstes machen? Süße Bären erwürgen oder was? Was daran jetzt so lustig? Das haben wir alles schon... Nein, 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 das haben wir alles schon eingetütet. Der Grizzly ist in Cheyenne heilig. Und ausgerechnet den möchte die Trump-Regierung zur Jagd freigeben. USA 1, Grizzly 0. Alle USA, USA. Hey, ja. Geil, läuft. Ja, schlimm, wenn man jeden Scheiß mitmacht, wirklich. Vielen Dank, Herr Puffpaff, beziehungsweise Puffpaff. Sekunde. Wenn ich noch ganz kurz unser Premium-Produkt präsentieren darf. Das hier ist unsere neue fair gehandelte Landmine, die Bam Bam Puffpuff 3000. Leicht zu verlegen, glutenfrei und umweltfreundlich, denn sie ist aus voll recycelbarem Aluminium. Mmh, Aluminium. Sebastian Puffpaff, meine Damen und Herren, vielen Dank.
Ja, IT-Service Brunsmeier, Sie sprechen mit Jürgen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mhm. Ja. Haben Sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Hat nichts gebracht, verstehe. Ja. Probieren Sie doch mal den Kanal der Heute-Show auf YouTube zu abonnieren. Genau. Und im Zweifel ruhig auch mal den Gefällt-mir-Button klicken. Genau. Ja, ich bleibe in der Leitung.